So, hallo meine Lieben, ich glaube, herzlich willkommen zu einem neuen Video, glaube ich. Ich bin mir jetzt sicher, tut mir leid. Ich habe ja hier heute Abend Besuch von meinem Kumpel, also Christian, und meinem Bruder. Also die bringen ja meine Waschmaschine und machen die auch vielleicht schon an. Also, ne? Und da wollte mein Kumpel gerne Cola haben. Und deswegen habe ich eine Kiste Cola gekauft. Ich will jetzt nicht eine Kiste, aber einzeln ist es mir mal ein bisschen blöd. Deswegen habe ich eine ganze Kiste gekauft. Aber jetzt nur die Billig-Cola. Er wollte die richtige Cola. Nee, kriegst du die billige. Und auch nur die Light-Variante. Von daher war ich bei Lidl und habe mir gedacht, ich habe nicht immer Bock, jede Woche einzukaufen. Und die Sachen, die ich jetzt eingekauft habe, reichen für mehrere Tage auf jeden Fall. Und ich zeige es euch mal. Also viel Spaß bei dem Video. So. Ich greife einfach so mal rein. Hier. Und ja. Und zwar Kulturchampions in Weiß. Zweimal gleich. Ich liebe ja Pilze, wirklich. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 6 Zucchinis. Da mache ich immer mein Lieblingsgericht. Jetzt natürlich keine Porree-Suppe. Suppe jetzt zur Zeit schmeckt jetzt nicht so gut für mich. Finde ich persönlich. Aber dann habe ich hier einmal nochmal Katzenfutter. Diesmal habe ich es da drin gelassen, weil ich, also habe ich hier einmal Katzenfutter, dieses Nassfutter. Dann habe ich noch Whiskas, das kleine Packung Trockenfutter. Und die habe ich jetzt schon gegeben, deswegen steht sie da schon, ist sie schon im Schrank, deswegen. Dann habe ich hier einmal Sahne-Meerrettich, mild. Habe ich ja gesagt, dass ich wieder normal esse. Also ich verzichte nicht mehr auf Fleisch oder Fisch. Ich esse wieder normal. Aber ich reduziere den Fleischkonsum, weil ich habe ja sehr viel Fleisch gegessen. Und dann habe ich, ich war Veganer, ich war Vegetarier, ich war Flexitarier, da war ich Pestitarier. Also ich habe echt fast alles durch, glaube ich, was es gibt. Außer Fruchtarier oder was das ist, das habe ich noch nicht. Das möchte ich auch nicht so. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Fleisch und die Fleischsachen und die Fischsachen, die ich eingekauft habe, sind halt dann halt für etwas teurer. Deswegen auch bessere Qualität, hofft man ja. Das weiß man natürlich nicht so ganz genau. Auf jeden Fall habe ich hier diese Salami, auch von Dolano Selektion. Das hier. Als Wurst jetzt, ne? Das andere ist dieses hier. Französische, ne? Frankreich, ja. Italien, Entschuldigung. Salami Spiantana Romana. Das ist Bescheid, ne? Dann habe ich einmal Butterkäse. 6 Scheiben. Es ist 1 Euro kosten die. Oh, also 99 Cent. Ich finde die persönlich besser, weil es sind nur 6 Scheiben und keine 12 und kleinere Scheiben. Es passt besser. Dann habe ich hier nochmal Tilsiter. Ich habe meistens so Aufschnitt gekauft, weil ich noch sehr viel Brot und Knäckebrot hier habe. Von daher. Genau. Dann kommen wir zum Lachs oder Fisch. Lachs, ja. Wie lange ist der haltbar? Zum 10. 2 Tage. Ich habe 2 gekauft, das ist klar. Ach, der kommt jetzt am 12. Ja, passt ja. Also, der eine 30% weniger, kostet weniger. Aber ich das und einmal das gleiche nochmal, also 2 davon. Dann habe ich ein Brötchen für gleich. Ja, nur eins, ja.
Dann brauchte ich Margarine und es gab leider keine Margarine im Angebot. Also besser gesagt keine Letter, sondern nur diese hier. Und das ist eigentlich auch eine zum Braten. Ja, schmeckt jetzt nicht so gut wie die Letter, die manchmal im Angebot ist, da bei Lidl. Aber die war diesmal nicht beim Angebot. Dann habe ich hier einmal Mozzarella. Dann eine Liter Milch. Ich habe zwar noch 2 Liter im Kühlschrank, aber die packe ich jetzt ins Regal. Vorratsschrank. Dann kommen wir zum Schluss gleich. Ja, 2 Sachen haben wir noch. Einmal eine Gurke für 59 Cent. Nice. Da fehlt doch was, oder? Da fehlt doch was. Ist das hier drin? Ja, hier. Was soll das? Fehlt doch was. Okay, erstmal hier Milchreis. Natürlich ist das nicht gut. Bla bla bla. Ich weiß nicht selber. Aber ich habe es als Vorrat, wenn ich mal nichts anderes habe. Und dann kommen wir zum Schluss, glaube ich. Ich habe noch einmal Wassereis gekauft. Kalorienarmes Wassereis, wirklich. Hat nur 5 Kalorien. Also fast Fruchteis. Das habe ich aber schon im Gefrierfach. Dann habe ich zum Schluss noch Rinderhackfleisch. Das war's. Mein Einkauf, mein ja, 2. Monatseinkauf, kann ich so sagen, ja. Genau. Ich werde jetzt frühstücken und mal schauen, was ich dann noch mache. Ne? Guck mal! Oh! Ich habe eine neue Waschmaschine. Die alte von meiner Mutter, von meiner Oma. Eine Siemens. Ich wasche gerade sie erstmal durch. Also 90 Grad mache ich sie erstmal. Weil noch ein bisschen kalt drin war. Das habe ich gesehen. So sah es mir so aus. Ich habe so einen Tab reingepackt. Und erst einmal 90 Grad durchwäsche. Und dann meine richtige Wäsche endlich. Leute! Ist so bescheuert. Jemand freut sich so sehr über eine Waschmaschine. Aber 2 Wochen ohne Waschmaschine ist echt Luxus, dass es wieder da ist. Ah, geil. Geil, einfach geil! Ey. So, meine Lieben, wir haben es jetzt wieder abends. Ich weiß nicht, wie spät wir waren, mal gucken. 23.23 Uhr, ich bin todmüde. Heute Nacht konnte ich auch kaum schlafen. Also nur alle 2 Stunden muss ich aufstehen. Ja, ist halt leider so. Und ach, ich habe jetzt die erste Wäsche fertig gewaschen. Und es ist so, ich habe jetzt da unter so eine Matte, damit das nicht so, wenn es schleudert, nicht so, also wie nennt man das, dieses, wie die Vibration nicht so stark ist für den Nachbarn unter mir. Ja, ich fand es ganz anders als sonst. Also es war nicht so dolle wie sonst, genau. Ist auch eine andere Waschmaschine, aber trotzdem. Ich habe von einer anderen YouTuber, wurde ich angefixt. Also in dem Sinne, er hat das mal jetzt, also in einem Video von ihm gemacht. Und ich mache das auch mal. Okay, viele von euch werden jetzt abschalten. Ist auch in Ordnung. Keine Angst, ist nicht Emma der, keine Angst. Aber es sind lustige und sinnlose Lebensfragen. Es ist sehr amüsant. Also, ja, ich fange mal gleich an. Was sind einige? Aus was entsteht Luft? Entsteht? Also, was ist Luft? Ist CO2, glaube ich. Aus welchem Material ist eine Holzeisenbahn? Ja, wahrscheinlich aus Metall. Ne, also die Schienen wahrscheinlich und Holz. Ne? Darf man ein Rundschreiben in einem eckigen Umschlag verschicken? Ja, darf man. Natürlich. Der Urknall war die Ursache chemischer Reaktion, aber wodurch wurde diese ausgelöst? Tja. Ein Butterbrot fällt immer auf die Butterseite, während eine Katze immer auf die Pfoten landet. Was passiert, wenn man eine Katze Butter auf den Rücken schmiert? Oh mein Gott, dann landet sie trotzdem auf den Pfoten und nicht auf den Rücken. Oh, das sind echt so dumme Fragen, aber gut. Lustige und sinnlose halt, ne? Existieren wir wirklich? Nein. Nein, nein, das ist alles nur Fantasie. Alles nur Fantasie, wie gesagt. Wir leben gar nicht, wir existieren gar nicht.
Was für was sind Gefühle? Ja, um so auszudrücken, ob man jemanden mag und nicht. Oder nicht, ja, ne? Gab es Adam und Eva? Das weiß man nicht, ne? Gibt es Engel? Ich glaube nicht dran, aber man weiß ja nie, ne? Vielleicht kommt gleich ein Engel hier reingeflogen. Ja, genau. Gibt es Gespenster? Ja. Es gibt Gespenster? Nein, weiß ich nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen zumindest. Also Geister kann ich mir auch nicht vorstellen. Gibt es Katzenfutter mit Mäusegeschmack? Ich habe noch keinen davon im Supermarkt oder bei Fressnapf irgendwie was gesehen, aber man weiß nie, ne? Gibt es den Gott überhaupt? Ja, das ist natürlich immer so eine Sache, ne? Ich glaube, ganz ehrlich, nicht, dass es den gibt, weil, ja, man muss an ihn, soll an ihn glauben, aber er lässt sich nie blicken und deswegen ist es so ein bisschen, ich glaube dran nicht. Nee. Gibt es ein anderes Wort für Synonym? So. Gibt es eine größere Macht? Stimmt. Die Macht von Star Wars wahrscheinlich. Von Spaß. Gibt es, ja, gibt es einen Menschen, der jede Sprache spricht? Bestimmt nicht. Glaube ich nicht. So hier, nein, nicht alle Sprachen. Viele Sprachen, aber nicht alle. Gibt es einen perfekten Menschen? Nein. Kein Mensch ist perfekt. Alle sind, haben Macken und Fehler. Keiner ist perfekt. Keiner. Nee. Gibt es irgendwo noch höhere entwickelte Lebenswesen als uns? Weiß man es? Auf dem Mond, Mars, Jupiter, Saturn? Das weiß man doch nicht. Gibt es lesbische Schwule? Oh mein Gott. Ach, das ist so blöd. Wirklich. Gibt es wirklich ein zweites Leben? Tja, ich hoffe es. Ich kann es mir vorstellen, dass ich nochmal, also dass man nochmal geboren wird als noch ein Mensch. Also wieder als Mensch geboren wird, glaube ich schon dran. Ja. Ob es das zweite Leben ist oder dass es das schon zigmal gab, das weiß man nicht. Haben Pinguine Knie? Ich glaube nein. Haben wir wirklich Angst vor dem Tod oder einfach nur Angst, weil wir nicht wissen, was kommt? Ja. Wir haben Angst vor dem Tod? Nein. Weil man einfach nicht weiß, was danach kommt. Ne? Man weiß ja nicht, ob man nochmal geboren wird, ob es dann schwarz ist, alles. Oder ob man wirklich da oben runter guckt oder da oben viel schöner ist als hier unten. Das weiß man nicht. Deswegen habe ich ja schon ein bisschen Schiss vor. Hat auch ein Analphabet Spaß an einer Buchstabensuppe? Oh ja, hat er. Hatte Noah auch Fische auf der Arche? Ich glaube nicht. Hatte ich ein früheres Leben? Tja, das weiß ich nicht. Heißen Teigwaren, weil sie vorher Teig waren? Oh Gott, ja. Ist das Leben nur ein Traum, in dem wir träumen, zu träumen? Ja, weiter. Ist ein Wintereinbruch strafbar? Ist ein Wintereinbruch strafbar? Das sind die dummen Fragen, ne? Ehrlich, krass. Ist es Zufall, dass man als Vogelscheuche immer nur Männer aufstellt? Vogelscheuche hin? Ist es jedem Menschen bestimmt, ein Leben nach den Regeln der Gesellschaft zu führen? Nein. Man kann ja selbst sein Leben selbst entscheiden, was man macht und muss nicht der Gesellschaft folgen. Nein. Ist es sinnlos, ein Mensch zu sein? Ach Leute, nein, es ist nicht sinnlos. Was soll denn sonst sein? Quatsch. Ist
schon alles in unserem Leben festgelegt oder gibt es sowas wie Schicksal nicht? Puh, ich glaube schon, dass es Schicksal gibt. Also das glaube ich schon. Es ist nicht alles festgelegt. Es ist einfach, ja, Schicksal gibt es, ja. Kann das Volk nicht, sich nicht selbst regieren? Doch, ja, könnte vielleicht klappen, ein paar Monate. Aber es muss immer so ein, ja, etwas Höheres geben, würde ich schon sagen. Aber versuchen kann man es ja mal, ne? Hat eine Hautcreme, die 20 Jahre jünger aussehen lässt, für einen 19-Jährigen tödlich sein? Natürlich. Mein Gott, was denkst du denn? Natürlich. Du machst dir eine Creme drauf und zack, ein paar Monate später bist du tot. Natürlich nicht. Leute, was für blöde Fragen, aber lustig auch, ne? Kann einem Glatzkopf eine Glücksträhne wachsen? Tja. Kann man tanzen? Ach so, kann man Tannen zapfen? Ja. Kann man auf jede Frage eine Antwort geben? Nein, kann man nicht. Dann, Kinder kommen von den Eltern, aber wo... Gottes Willen. Kinder kommen von den Eltern, aber wo kommen dann... Was? Kinder kommen von den Eltern, aber von wo kommen dann Erwachsene? Ja, die waren auch mal klein. Och Mensch, Leute. Kommen Tiere auch in den Himmel? Ja. Kriegst man vom Taxifahrer Geld, wenn er rückwärts fährt? Nein. Können Tiere Humor empfinden? Puh. Also ich hatte noch nie einen Hund lachen sehen oder eine Katze lachen sehen. Ob der Humor empfindet, weiß glaube ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Können Tiere denken? Ja, natürlich. Können Vegetarier auch Schmetterlinge im Bauch bekommen? Ja. Die sind da nicht echt. Können taube Menschen ihre Gedanken hören? Oh Gott, ja. Ich glaube schon, klar. Können wir auch mal eine Minute an gar nichts denken? Ja, wenn man schläft vielleicht, ne? Das ist gleich zu Ende. Können wir unser Leben selbst bestimmen oder werden wir vom Schicksal nur als Mittel zum Zweck verwendet? Wir können unser Leben selbst bestimmen. Lebe ich zum Arbeiten oder arbeite ich, um zu leben? Man arbeitet, um zu leben, so, würde ich sagen. Macht man in einer Teefabrik auch Kaffeepause? Natürlich. Schauen andere auch im Allfernsehen? Ja. Also zumindest die Astronauten schauen ja auch Fußball. Oder der eine, der Deutsche, hat ja auch damals, als wir Weltmeister geworden sind, hat er ja auch Fußball geschaut. Von daher ja. Aber ob es Aliens gibt und die dann Fernsehen schauen, das glaube ich nicht. Sehen wir die Farben auch gleich? Oder nennen wir uns... Ach so. Sehen wir die Farben auch gleich? Oder nennen wir sie nur gleich? Wir sehen alle Farben gleich. Also gelb ist gelb, das sehen andere auch gelb, aber auch die Farbenblinde natürlich nicht, aber gelb ist gelb. So, was ich meine? Egal. Sehen wir die Welt alles anderes? Sehen wir die Welt alle ganz anders in unterschiedlichen Farben oder ist es zu merken? Ohne es zu merken. Nein, alle sehen das gleich, glaube ich. So, das war erstmal die erste Seite. In ein paar Tagen mache ich dann mal die zweite Seite. Das ist ganz lustig, finde ich persönlich. Aber ja, vielleicht für manche von euch natürlich nicht. Das ist auch klar. Ja, ich höre jetzt auf zu quatschen. Ich weiß nicht, warum ich so müde bin. Keine Ahnung. Aber ich höre jetzt auf, wie gesagt. Und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich glaube, Donnerstagabend. Bis dann, meine Lieben. Tschüss.